spüre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Könnten auch die Kochkünste von seinem Captain sein. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich glaube auch. Ich wollte nur schauen, ob es irgendwo nebenbei noch Sachen gibt. Nee, tatsächlich nicht. Stürze dich mal darunter. Ist immer witzig. Mhm. Ich lache. Schallend. Ich höre es, ich höre es, ich höre es. Bin begeistert. Okay. Ja. Ja. Dann können wir ja wieder gehen. Und da jetzt runter, war. Schiff. Echt? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich wüsste jetzt nichts anderes. Ja, wahrscheinlich. Und los, BD. Naja, offenbar. Gut, dass man so viel sieht. Mhm. Ja, da soll das Astrium jetzt rein. Gleich kommt die zweite Schwester. Ja, vermute ich jetzt einfach auch einfach mal. Alter, jetzt ist das Ganze eine Kugel. Mhm. Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Oh. So eine Machtspiegelwand. Scheinbar. Sepho? Meister Sepho Dias, seid ihr? Unsere Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Oh. Ach, guck mal, da sind sie tatsächlich. Mhm. So groß sind die tatsächlich. Das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Ach nee. Es gab wohl noch kleinere. Vielleicht waren nur die Weisen so, die sich. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. See ya, buddy. Oh, Holocron. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis. Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Oh. Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? All strange does end strange. Wo ist ihn hin? Hä? Okay. Wir nach oben. Ach, da geht's weiter. Okay. Das Imperium! Oh. Tja, okay, das ist ziemlich cool gemacht, ehrlich gesagt. Passt auf euch auf! Jünglinge fangen, den Rest umlegen! Hört schnell, weiterfeuern! Alter. Tatsächlich cool gemacht. Ich bin stolz auf dich, Jüngling. Das ist ein Ausschlüsselungstruppler. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis. Rücke vor. Alter.
Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Oh. Ungünstig. Ach du Scheiße. Wir bekommen quasi gezeigt, dass wir alles, was wir mit diesem Holocron machen, nur noch mehr ins Verderben leiten werden. Ja. Und möglicherweise dem Imperium weitere Jünglinge liefern. Beziehungsweise diese Kinder in Gefahr bringen, das, was die Hexe gesagt hat. Allerdings gibt es natürlich immer mehr mehrere Wege der Macht. Was? Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Imperialer Gefängnistag? Imperialer? Gefängnistag? Mhm. Ah, rechts. Ah. Ich hab Angst. No. Was wird jetzt geschehen? Meister Kestis, warum? Ich will nicht hier sein. Okay, das ist ganz schön intensiv gemacht. Oh. Die werden zu Inquisitoren gemacht. Yep. Heißt, wenn wir sie ausbilden, bringen wir umso mehr Leid über die Galaxis. Und vor allem über diese Kinder. Das eh. Die habe ich jetzt ganz dreist mal zur Galaxis gezählt. Oh. Alter! Oh cool, eine imperiale Robe. Wir sind ein Inquisitor. Alter. Puh. Kämpfen wir jetzt gegen uns selber? Weiß ich nicht, ich glaube nicht so. Oder auch nicht. Hm. Alter Schilder. Das ist das Holocron. Okay, ich lasse es, wir gehen wieder. Naja, so kannst du Thriller einfach nehmen. Jetzt nehmen und den Schicksalsberg werfen. Vielleicht fliegt uns wieder der Riesenadler. Also klar. Ich hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler. Sollten ihre Klingen nicht leuchten? Tja, theoretisch. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Soll ich's probieren? Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz okay. Hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Ist das jetzt der jetzt Endkampf? Wie du gesagt hast. Ich probably. Bin sehr stur. Immer noch auf der Flucht? Ah, scheiße. Zu spät gesehen. Hat Ziel dich nicht trainiert? Kannst du irgendwie verlangsamen oder so? Du wirst gleich einen Stimpack brauchen. Du wirst nicht mehr lange stehen. Mm, ja. Okay. Hm. Respawn Entertainment macht dem Namen wieder alle Ehre. Ich habe jetzt da noch überhaupt nicht rausgefunden, wie gegen die vorgehen sollen, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Also es ist wieder dieser Blockbalken. Mhm.
der halt weggemacht werden muss, damit man ihr schaden kann. Ist die Frage, ob man sie freest oder einfach fett draufknollt. Es geht, ob man sie wegstoßen kann oder irgendwas. Hm. Also wegstoßen, glaube ich, würde in dem Fall nur Sinn machen, wenn man wenn man sie in irgendwas reinstoßen könnte. Ja, gut, also irgendwo. Keine Ahnung. Und dann eher ranziehen halt. Und dann hauen. Aber freezen habe ich gerade probiert. Fokus. Alter, Fokus. Das war gar nicht. Schön. Schwache Technik. Ich habe Tonwackler irgendwie. Ich auch. Okay. Ich kann sie irgendwie nicht dreimal hintereinander blocken. Kannst du mal kurz darauf achten? Ja. Ob meine Blockanzeige ja, runtergeht? Ja, mach. Gespeichert. Ja. Okay, das war jetzt cool. Schwert oder was? Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Oh, das macht Echo. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg. Oh nein. Bleib bei den Jünglingen, Triller. Trillerpfeife. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht. Triller, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Kommt jetzt Vader? Oh, ich fühle eh schon mit. Oh. Ach, das war Sia. Okay. Pfeife. Mega unpraktisch, wenn ich ehrlich bin. Ja, extrem. Vor allem, wer den Helm nicht braucht, genauso wie, also Vader braucht ihn ja, zum Beispiel. Aber Kylo auch. Hast du auf jeden Fall gut gemacht, den ersten Teil gegen die Alte. Naja, also, weiß nicht, ob man das verkacken konnte, ehrlich gesagt. Doch. Naja, also, gut. Wir sind ja einmal gestorben. Ja, stimmt. Wir haben jetzt zwei Lichtschwerter pro Hand. Ja gut, bla 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 ja. Bla. Ja, raus würde ich sagen, oder? Ja. Also ich meine... Jupp, wir Mantis. Müssen zum Mantis. Fliegen wir jetzt auf den Todesstern? Oder zu Vader... Wo haben denn die Inquisitoren ihre Basis? Nicht Vader's Castle, oder? Soll ich mal haben meditieren? Die überhaupt eine Basis? Soll ich meditieren? Ja, meditier mal. Ich frag's mich eben. Die würden nur so rumdüsen. Ja, die haben dieses, Gesundheit. Ich überleg... Gesundheit. Jetzt muss ich echt den Greenscreen waschen. Meine Güte. Ich überleg tatsächlich wegen... In Rebels sieht man ja den Großinquisitor. Aber die haben alle ein eigenes Schiff. Also wahrscheinlich irgendeinen Stern zerstört oder so, dass sie ja mobil sind. Alter! Ah! Die schießen auf den. Juckt dich das nicht? Das ist nicht der Octobokto, das ist nur der Bokto. Nee, oder Octo? Schön. Weiß ich nicht. Wo ist sie, der Kollege? Kollege. Genau, entweder ja, einer von.
Oh, er ist tot. Na gut, die sind leichter zu besiegen als das Viech. Alter, von da drüben ganz. Du hast nicht mal allzu viel Blockfähigkeit. Alter, okay, danke. Das. Was hat er? Ich sprinte zu ihm. Den kannst du wegpusten. Oder so. Was macht er denn, beklappt er, dass er ist? Alter, Alter! Ich krieg gerade nur auf Fressbrett. Ja, lauf mal. So. Na komm, Feuer. Du solltest nicht hier sein. Du auch nicht. Boing. Ach, das ist ein Viech, was wir da hinten sitzen gesehen haben. Ach so, stimmt. Hier runter, ja, oder was? Wahrscheinlich. Hilft ja nix. Achso, nee. Da oben ist eine Seilrutsche. Da hinten ist eine Seilrutsche. Genau, über die Seilrutsche. Hättest du, hätte man wahrscheinlich auch den Kampf vermeiden. Links ist die. Links, 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 links. Ich wollte gerade sagen, sollte man wahrscheinlich den Kampf vermeidenden Weg nehmen können. Alter, ruckel, 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 ruckel. Aber voll. Da kannst du drüber hüpfen, glaube ich. Da kannst du nochmal speichern gehen. Wo? Da rechts. Oben. Ist der jetzt wurscht, oder? Direkt vor dir, direkt vor dir. Soll ich das machen? Hätte ich jetzt mal getan. Wer weiß, ob du nicht gleich nochmal die Triller irgendwie andingsen musst. Außerdem, jetzt sind wir hier. Ja, stimmt. Weiß nicht, ob wir... Ich glaube eher, wir fliegen, wir gehen auf die Mantis und müssen dann schauen, dass wir wegkommen. Also, beziehungsweise hinterherkommen. Ohne Waffen. Viel Freude. Nein, ich meinte jetzt auch nicht schiffsmäßig, raumschlachtmäßig.